Normalerweise sagt man ja, Dirk Nowitzki ist ja der größte heute Abend, aber du bist ja noch größer. Ich glaube, das ist ziemlich eng beieinander. Also ich bin mir nicht ganz 100% sicher. Das ist, ich glaube, auf dem Papier sind wir beide 2,13. Okay. Ja. Du kennst ihn gut. Was ist Dirk Nowitzki für ein Typ? Ja, super entspannter Typ einfach. Ich habe Ewigkeiten mit ihm in der Nationalmannschaft gespielt und immer ein lustiger Kerl gewesen, immer ein guter Spruch auf Lager. Also überhaupt nichts irgendwie so. Kein Star, kein bisschen. Er ist 39, wie lange macht er noch? Was glaubst du, wie lange kann er noch? Ja, man sieht immer wieder, er kann noch. Und er kann noch ein bisschen mehr und er spielt immer noch gut. Und warum soll er noch ein paar Jahre spielen? Also ich glaube, er hat den ganz großen Vorteil, dass er einfach mit seinem Wurf eine Waffe hat, die unstoppable ist. Und das kann man auch machen, wenn man nicht mehr laufen kann, wie man fast schon sieht bei ihm mittlerweile. Und von daher, ja, ich glaube, solange er Spaß dran hat. Mal gucken. Basketball-Deutschland würde sich ja sehr wünschen, wenn er dann bald vielleicht nach Deutschland zurückkommt und irgendwie eine Funktion einnehmen würde. Aber ich glaube, das wird wohl nicht der Fall sein, oder? Nee, also das würde ich mich auch überraschen. Also ich glaube, Dirk fühlt sich sehr wohl in den USA. Ich glaube, er ist in Dallas angekommen. Also bin mir ziemlich sicher, dass er eher in Dallas irgendwas übernehmen wird, was da im Basketball-Office-Bereich sein wird.